Shopping, schaue mir gleich ein Fix- und Flip-Objekt von Patrick Windisch an. Und gestern habe ich schon zwei, drei Kumpels erzählt, dass ich jetzt hier gleich in Schwabing das Video aufnehme heute. Und alle haben gefragt, zwei Fragen. Wo hat er die Wohnung her? Das war die erste, weil es so schwer ist, dort Wohnung zu bekommen. Und die zweite, was gehen da für Renditen vor allem und was für Quadratmeterpreise werden hier aufgerufen in der fast Münchner Kernstadt oder vielleicht ist es auch genau Kernstadt. Das werde ich jetzt alles mal herausfinden und den Patrick fragen. Ich bin gespannt, was er sich da angelacht hat für ein Objekt und ihr werdet es gleich sehen. Ich bin mit der U-Bahn gefahren übrigens, weil mein Auto steht noch am Oktoberfestgelände und ich habe ausschlafen müssen. Ja, hoffentlich steht es noch. Hoffentlich steht es noch. Vielleicht wurde es ja auch abgeschleppt. Das wird sich gleich zeigen. Der Patrick holt mich ab. Hier steht er. Genau, einer hat noch gesagt, Fabian, melde dich, wenn die Wohnung fertig ist, ich kaufe sie. Und das wird wahrscheinlich nicht der einzige sein, ich bin mal gespannt, wie sich so ein Objekt hier verkaufen lässt in München, Schwabing. Weil es gibt bestimmt eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Meister. Ja, servus, und wie geht's? Ausgeschlafen? After-Wiesengesicht. Mit Tiefgarage sogar. Ja, Luxus, oder? In der Lage schon, ja. So, der Patrick hat mir jetzt mal kurz seine Wohnung schon mal gezeigt. Jetzt führt er uns nochmal zusammen rum. Zeig mal kurz einfach so. Wo sollen wir anfangen? Fangen wir im Bad an, das war schon ganz schön, ja. Bad haben wir so ein bisschen was gewagt im Endeffekt. Kleine Fliesen, wild gemustert am Boden, mit Komplementärfliese, gleiche Farbe wie die Muster an der Wand. Bad ist komplett neu gekommen, also da war alles raus, alles neu. Hier war Waschmaschine, Trockner, da haben wir jetzt eine Dusche eingebaut, Badewanne. Hier war ein Pissoir, das haben wir komplett zurückgebaut. Okay. Pissoir ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Braucht man nicht, ja. Dort kann man die Dusche nehmen, oder wie? Ja, genau. Kommt da noch eine Glasfront ja, hin? Ja, wird hier noch, hat der Glaser, der liefert es am Dienstag. Große Glasfront mit Tür und hier noch zur Badewanne offen. Dass der Raum größer wird, das habe ich gedacht, ich mauere hier hoch, weil ich es immer ganz gern mag, in die Dusche reinzugehen, aber lass das Ganze ein bisschen größer wirken. Ja, es ist halt auch, wenn du mauerst, dunkel, ein bisschen ja. Kalt. Ja, wir haben eine andere Wohnung gemacht, da haben wir dann halt zwei Spots rein. Ist schon auch cool, wenn du dann die Dusche hast, aber ja, so ist ganz witzig. Und ihr habt die Decken abgehängt hier, oder? Ja, hier, nur hier, also wir hängen die Decken immer ab in den Bädern und in den Fluren, in den Schlafräumen nicht. Weiß ich nicht. Wie viele Zentimeter hängt ihr hier ab? Wir haben Unterbauspots, die brauchen 2,5 cm, wir haben jetzt 3,5 cm inklusive Dübelankung. Okay. Ja. Mit der, was ist das dann? Eine Rigipsplatte einfach? Oder? Ja, genau. Einfach verplankt, Holzunterbaukonstruktion, dann die Rigipsplatte drauf, feuchte Platte, die grüne. Ja, okay. Und dann Elektrik drunter. Schaut gut aus. Und hast du dann deine eigenen Mitarbeiter, die das machen, oder? Ja, genau. Eine eigene Bau GmbH. Ja. Wie viele Handwerker sind angestellt? Mit meinem Bruder sind es 3. Sanierungszeit? Oh, hier waren wir schnell 2 Monate, glaube ich. 2 Monate? Ja, also schnell für meine Verhältnisse. Wir haben immer Projektlaufzeit, sind immer 6 Monate. Ja, aber es schaut halt auch echt extrem hochwertig aus, was du hier gemacht hast, muss ich schon sagen. Ja, wir machen keinen Quatsch. Ja, hier zum Beispiel die Leiste. Das ist halt jetzt nichts. Wir lassen jetzt die Fliesen einfach offen stehen, wie es jetzt viele gemacht hätten, und würden sie dann verfugen, sondern wir machen halt hier dieses saubere Abschlussprofil hin. Ja, hier schaut es auch alles sehr, sehr gut aus. Das ist ja so das bisschen, wo ich mich aus oder wo ich mein Alleinstellungsmerkmal in der Fix- und Flip-Geschichte sehe, dass ich halt wirklich sehr, sehr hochwertig und jetzt nicht schnell. Also wir kaufen jetzt auch nichts ein, bloß weil es billig ist, sondern es muss halt passen. Ja. Und du machst dann immer eine Kernsanierung grundsätzlich? Ja. Kommt alles raus und alles neu. Okay. Und der Türgriff kommt auch noch rein dann. Ja. Ja, da darf man nicht zumachen, weil sonst steckt man fest. Pass auf. Türen sind auch hier. Normalerweise bauen wir Jeltwin-Türen, ja. Aber die haben eine relativ lange Lieferzeit gehabt und jetzt haben wir mal Bauhaustüren versucht. Kann ich jedem empfehlen. Die sind zwar ungefähr so gleich teuer wie Jeltwin-Türen, also kosten auch so 52. Wie sind die Jeltwin? Jeltwin, das bauen wir normalerweise. Ja. Das sind schöne Vorderholztüren. Das ist jetzt eine Bauhaustür, die ist aber, glaube ich, 250. Das ist von der Wertigkeit genauso. Schwingt nicht nach. Und die Zarge habt ihr auch gemacht?
Ne, die Zargen sind drin geblieben. Das sind Stahlzargen. Die habt ihr gelassen? Die haben wir gelassen, die haben wir bloß komplett runtergeschliffen und neu lackiert. Und dann die Bauhaustür dazu. Wie gesagt, das ist jetzt qualitativ nicht schlechter. Ja, mir gefällt es sehr gut, wie du das hier gemacht hast, muss ich sagen, echt. Ich mag es halt immer mit den Kassetten so ein bisschen drin, dass es nicht ganz so clean ist. Ja. Und die Heizungsleitung habt ihr auch neu gemacht? Ja. Alle? Oder? Nein, ja. Also nein, nur hier im Bad. Nur hier im Bad. Und der Rest des Materials, die Türe kommt vom Bauhaus. Genau. Woher kam der Rest? Die Fliesen sind in der Wohnung von München. Von einem örtlichen Fliesenfachgeschäft, ja. München, Taufkirchen. Und gefliest hat sie der Mario. Mario ist ein geiler Typ. Mario macht so, ist unser Allrounder, der kann alles. Und das sind dann die Geheimtricks hier noch für den Verkauf dann. Ja, genau. I love you. Schöne Grüße an meine Frau, die hier das Staging macht. Ja, super. Macht sie ganz gut. Sieht ja, cool sieht aus. Gut aus. Und Badewanne machst du auch mal rein? Ja, genau. Also hier war es jetzt so, dass wir nur eine Badewanne hatten und hier war Waschmaschine, Trockner. Und ich bin halt immer ein Fan von beiden, weil ich habe zwei Kinder, ja, Badewanne ist bei mir Pflicht. Aber ich selber bade gar nicht, ich dusche nur. Mhm. Und deswegen versuche ich immer beides zu realisieren. Und die Waschmaschine haben wir jetzt in die Küche ausgelagert. Und haben dafür hier eine Dusche. Hast du die Leitung ein bisschen umlegen müssen? Ja, genau. Also wir haben hier vorgemauert. Das ist eine Vormauer über Ytong. Mhm. Und wir sind mit den Leitungen quasi, hier sind die Steig- und Fallleitungen, sind wir hier in der Wand rumgegangen. Und sind dann quasi hier hoch über die Ytong. Und haben auch die Unterputzregendusche mit der Unterputzarmatur. Und hier, worauf ich ganz besonders stolz bin, mein Bruder wird lachen, wenn er das sieht, weil das hat er einmal zugemauert. Ja. Also wir haben es einmal rein, dann hat es wieder zugemauert, jetzt haben wir es wieder rein. Hier ist unser. Und zum Beispiel, das sind auch so Kleinigkeiten, aber darauf lege ich halt Wert, wenn ich was saniere. Die Fliese passt, ist quasi genau das Gegenstück. Also wird nicht irgendwas zusammengezimmert, sondern es ist schon so, dass es dann auch ordentlich aussieht. Ne? Hier mit den beiden. Wirkt sich das auf die Wohnfläche aus? Die im Kleinen, es ist nur ein bisschen, ja. Ja, im Normalfall müsste es man wahrscheinlich rausrechnen jetzt. Ja. Ja. Also wir haben 80 Quadratmeter ungefähr, jetzt sind es halt 79,9. Oder wie viel Prozent darf man drüber? 10? Ja, ich glaube, in der Vermietung darf man das bloß. Beim Verkauf nicht? Beim Verkauf nicht, nee. Okay. Also, aber wir lassen auch jede Wohnung vermessen, bevor wir es in den Verkauf geben, damit wir da keine Schwierigkeiten haben, weil ich da über eine GmbH mache. Ja. Das heißt, ich bin ja voll Gewährleistung und voll. Wie lange bist du haftend, wenn jetzt die Leitung? Okay, 5 Jahre. Ja. Wir haben zum Beispiel einmal eine Wohnung gekauft, da hat die Wohnfläche nicht gestimmt. Mhm. Wir haben es nicht nachgemessen und dann rückwirkend haben wir es versucht noch anzureklamieren, aber haben nur ein bisschen was bekommen. Ja, das ist der Passus im Kaufvertrag, gekauft wie gesehen, gell? Ja, muss man die Wohnfläche reinschreiben, dann hat man gewonnen. Ja. So, jetzt gehen wir mal weiter. Nee. Genau. Next room ist Wohnzimmer. Wohnzimmer. Wohnzimmer fand ich geil, dass es ein schöner großer Raum ist. Aufgeteilt in Essbereich und Couch. Also Couch werden wir hier so organisiert, die kommt am Montag. Eine richtig schöne, grüne Couch werden. Ist das eine Homestage Couch oder eine? Nee, das ist eine echte Couch. Was ist, wenn da eine rote will, dann kaufen? Nee, wir nehmen das Zeug ja mit. Achso. Also wenn er den Freund kaufen will, dann gebe ich ihm auch eine rote Couch. Achso, ihr nehmt die dann wieder? Ja, ja, die Möbel sind nur, wir stellen die nur her, um quasi den Leuten zu zeigen, wir können was einrichten mit dem Teppich, aber das kommt alles komplett wieder Wo raus. Stellst du die unter, wenn du die nicht mehr brauchst? Wir haben ein Lager in Augsburg, im besten Fall geht es von einem Projekt zum anderen. Ja, okay. Hier haben wir jetzt alles komplett neu gekauft, weil wir die anderen Möbel sind alle in Gebrauch. Ja, was sind das für Möbel, wie viel gibt ihr aus für so eine Einrichtung? Da lege ich überhaupt keinen Wert drauf. Das muss gut aussehen für mich. Das ist Home24, IKEA, Segmüller. Segmüller hat richtig geile Sachen. Jetzt bin ich absolut Fan zum Fernpreis-Leistungsverhältnis. Aber das sind keine hochwertigen Möbel. Warum auch? Die müssen nicht in Gebrauch kommen. Also vielleicht setze ich mal 5 Minuten da drauf, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Der Tisch wird niemals irgendwie was zum Essen sehen, das ist ein Homestaging-Tisch. Mhm. Der wird 5-mal umgezogen, der ist kaputt und dann verschenken wir ihn meistens. Okay, aber gute Vorgehensweise, was dahinter steckt alles. Also ja. Nicht einfach nur so mal kurz. Nö. Hier ein bisschen putzen. Ja, da muss man noch Entreinigung müssen wir noch machen. Das stimmt allerdings. So, hier haben wir dann Balkon. Und jeder, der sich in München auskennt, hier ist das Ungarerbad. Ungarerbad, genau, ist hier vorne. Und der Turm hier ist das, der Tantris-Turm. Also da unten ist das Zwei-Sterne-Lokal, ich weiß nicht. Tantris-Turm, der Betonturm. Ja, genau, da unten ist das Tantris drin. Das ist das teuerste und exklusivste Restaurant in München. Was jetzt gar nichts zu tun hat, weil es für die Wohnung keinen Ausschlag hat. Da aber lädst du mich dann gleich noch zum Essen ein. Genau, dann nehmen wir nachher noch was essen. Ja. Wenn es sehr erfolgreich verkauft wird. Vorspeise und Wasser. Leitungswasser. Ja, wenn überhaupt. Ey, was zahlt man für ein Essen da?
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich war noch nie da, weil ich da zu geizig bin. Hm. Aber ich würde schon sagen, für so ein 5-6-Gänge-Menü mit Weinbegleitung müsste schon so zwischen 600 und 800 Euro liegen. Pro Person. Okay. Wenn jemand in München gut essen gehen will und mal ein bisschen Geld ausgeben will, kann ich Werbung fürs Esszimmer machen. Ist in der BMW-Welt absolut geiles Geil. Lokal. Mhm, auch ein Stern, aber ist halt nicht so spießig. Ja. Man kann so ein bisschen, immer regional, saisonal. 5 Gänge, 6 Gänge, 7 Gänge, Weinbegleitung bist du so bei 400-500, also schon auch teuer, aber noch im Rahmen. Aber die Atmosphäre ist halt geil, weil du nicht so geschlossen irgendwie mit Anzug und Krawatte, sondern wenn du mit Jeans... Kann man so hingehen? Easy, ja. Ja, echt, kannst du machen. Ja, geil, die Bedienungen oder? Tragen auch Sneaker, also ist echt cool, coole Atmosphäre. Und hier ist auch alles gestaged? Hier haben wir jetzt auch ein Staging, hier haben wir die WPC-Terrasse draufgebaut, da ist unten ein Fliesenboden drunter, mag ich selber gar nicht, deswegen baue ich immer WPC-Terrassen auf die Balkone. Also sägt man die einfach ab, die Bretter dann? Ja, am Ende? Genau. Ja. Hier einfach absägen? Ja. Und die liegen auf oder sind die eingeklipst? Oder? Nee, das ist eine Unterkonstruktion, quasi mit sind so schwarze ja, Unterlegteile, die sind so 1,5 cm dick ungefähr und da werden die draufgeschraubt und die halten sich dann durchs Gewicht. Also die sind schwimmend verlegt im Endeffekt. Ja, und dann machen wir ein bisschen Homestaging drauf, damit es halt der Ding, der kommt da noch in die Ecke, damit es dann alles schön ist. Der Ding da. Der Buddha, ja. Buddha. Der Buddha und der Gummibaum. Und das Ungarer war das hier. Genau. Und da ist da auch der Eisbach dahinter oder irgendein Fluss, ein kleiner. Da geht irgend so ein Bach durch. Da ich war jetzt schon. So zwei, drei Seen. Wo Schwäne. Also, es ist echt. Hier ist die Leopoldstraße, 5 Minuten. Das Anders-Hotel mit dem Schwabinger Tor, volles Programm. Und hier hörst du gar nichts. Wir sind mitten in München. Hier vorne. Ja. Ja, geil. Hörst gar nichts. Null. Ist geil. Ach, da ist es anders, oder? Ist es das? Nee. Das ist ein Ticken weiter drüben. Ja, das sehen wir jetzt nicht. Okay, cool. Coole Sache. Ja. Und hier außen habt ihr nichts gemacht, nur die Lampe angebaut. Nur ein Ding hier in der Lampe, ja. Fenster habt ihr gelassen? Ja, ist ja immer so ein Thema. Gemeinschaftseigentum, da sträuben sich viele. Das Haus ist generell recht jung. Wir haben hier ein 90er Baujahr. Da muss man noch nicht viel machen, was so. Das ist sonst so ein Restaurant. Ja, cool. Und hättest du die neu gemacht, wenn sie jetzt in deinem Eigentum gewesen wäre? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber die sind was, voll gut. Ja, was mich hier stört, ist halt, dass der Ausgang relativ klein ist. Ah. Also ich bin ja ein Riesentyp, ja. Ich muss immer schräg durchgehen. Musst du alle beiden aufmachen dann? Ja. Da hätte ich mir halt, ich hätte wahrscheinlich entweder 2 Elemente oder sogar nur 1. Ja, das macht echt relativ wenig Sinn. Die Griffe habt ihr aber gemacht? Ja. Ja, das ist, die Griffe machen wir eigentlich immer, Oliven nennt man das, ja. Das sind keine Oliven zum Essen, sondern die Fensterdinger. Die machen wir eigentlich immer neu, weil halt ja, Gebrauchsgegenstand abgegriffen, genauso wie Rollogurte oder so Zeug. Das sind so Pfennigartikel, die aber vom Gesamtbild einfach eine gute Geschichte sind. Hier gibt es keine Rollo. Nee, tatsächlich nicht. Muss ich echt vor lauter Blindheit beim Einkauf, ist mir gar nicht aufgefallen. Kann man auch schlecht hinmachen. Nee, wenn es jemand stört, dann baue ich Plissés ein. Da gibt es ganz saubere, schöne, die man gar nicht sieht. Die kannst du oben. Aber in der Regel schaut dir eh keiner zu. Ja, klar. Also, du hast ja keine Nachbarbebauung, keine größere. Außer hier wird Stuttgart 21 kommen und die Grünen sitzen auf den Bäumen. So ja. Dann könnt ihr hier reinschauen. Wenn hier jemand fällen will, ja. Dass die Aktivisten da auf den Bäumen sitzen, ja. Ja, ja. Geile Wohnung. Echtholzboden oder? Ja, Echtholzparkett, Eiche, Vollholz. Auch beim Fachhändler gekauft? Ja, oder? Ja. Richtig geiler Boden. Kosten zahlen wir mittlerweile, also ich glaube so 90 kostet der normal auf dem Quadratmeter, wir zahlen jetzt so 60, 65. Weil ihr halt ins Lager reinkauft. Genau. Und Wasserhähne und so auch ins Lager rein? Nö, Wasserhähne bestellen wir immer, weil wir, also immer pro Projekt, weil ich immer verschiedene Linien habe. Also ich habe nie die gleichen, sondern immer verschiedene Linien und ich mag das alles einheitlich ist. Ich hasse Material nix. Deswegen baue ich auch ganz ungern verschiedene Böden oder so. Also bei mir immer die gleichen Randleisten. Immer die sehen auch gut aus. Bei den hohen kann man auch ein bisschen was verstecken. Man hat ja manchmal auch das Problem, dass die Wand unten einen unsauberen Abschluss hat. Ja. Wenn du die hohen nimmst, dann kannst du ein bisschen was verstecken noch. Ja. Aber ihr habt die Leitung auch gemacht, ne? Elektrik? Nee, Elektrik haben wir gelassen, was wir, also in dem Fall, weil es eben nur aus den 90er Jahren ist, dreipolig, volles Programm mit FI, kann man eigentlich fast nichts besser machen. Was wir gemacht haben, wir überarbeiten das Elektrokonzept immer. Also zum Beispiel den WLAN habe ich hier hingelegt, wie man jetzt hier sieht, ist ja, das super verputzt. Ja, das habe ich gerade mal gedacht. Ja, ja, müssen wir nochmal nacharbeiten. Dann würde ich auf jeden Fall verhandeln als Käufer. Ja, ich mach's dann, glaube ich, nicht verhandeln. Ja. Ja, okay. Oder halt die Lampe außen oder hier nochmal die Steckdose dazu. Sowas haben wir dann halt gemacht, ja. Das ist halt auf
weil man ja heute, 30 Jahre nachdem die Wohnung gebaut ist, wesentlich mehr Elektrogeräte hat. Ja. Da haben wir im Endeffekt immer das Problem, dass wir zu wenig Steckdosen haben. Und deswegen packen wir immer noch an logisch guten Stellen nochmal eine Steckdose dazu. Was hast du jetzt in Materialkosten gehabt bei der Wohnung? Weißt du es? Zwischen 17.000 und 20.000 schätze ich. Plus halt die Entlohnung deiner Mitarbeiter. Genau, plus Arbeitsleistung. Ja. Was halt super teuer ist, ist halt sanitär immer. Ja. Da hast du immer gleich die fetten Beträge beieinander. Also nur die Sanitärarbeiten bei so einem Bad zum Beispiel kosten halt bei uns in München in der Regel zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Netto. Also mit den Arbeitsstunden. Ja, also aber ohne Fliesen. Die haben jetzt aber deine Jungs gemacht in dem Fall. Ja. Dann hast du natürlich da ein bisschen einen Vorteil wahrscheinlich. Ja, wobei mir das die Preise ja, dadurch, dass ich eine separate Bau GmbH habe, geben mir die Preise 1 zu 1 rüber. Das ist so ein Steuerthema. Aber ja. Ja, das ist ja dann auch ein Gewinn in der anderen Firma wieder. Ja, genau. Ja, weil so eine Fix- und Flip GmbH ist ja nicht Mehrwertsteuerabzugsberechtigt. Wir zahlen ja alles brutto. Das heißt ja, jeden Dreck zahlst Mehrwertsteuer. Warum ist die nicht abzugsberechtigt? Ja, weil du die Wohnungen auch nicht mit Steuer verkaufst. Du müsstest quasi, wenn du die Fix- und Flip GmbH komplett mit Steuer optimieren möchtest, müsstest du die Wohnungen brutto verkaufen. Okay. Dann würde der Käufer mit 20% mehr zahlen, könnte die Mehrwertsteuer aber nicht absetzen als Privatperson. Wie ist das, wenn du noch ein anderes Geschäftsfeld drin hast in deiner GmbH, das umsatzsteuerabzugsfähig ist? Das geht nicht. Entweder oder. Ja. Und ja. In der Fix und Flip, deswegen soll man in der Fix und Flip GmbH wirklich nur ankaufen und verkaufen und halt die Rechnungen dann. Deswegen haben wir die Bau GmbH, weil wir die Materialien dann halt netto einkaufen können. Ah, okay. Wir können das Bruttogeld aus der Fix und Flip rausziehen in die Bau GmbH rein und können da halt Leasing, Versicherungen, den ganzen Schmarrn, den kann man da absetzen. Also ich würde auch nie in der Fix und Flip GmbH ein Auto leasen oder so, weil du immer die Bruttogeschichten zahlst. Okay. Aber steuermäßig hat ja jeder so sein eigenes Ding. Ja. Hast du auch schon eine High-End-Küche hier eingebaut? Ich ja, das ist die beste, wie ich sag, Bulthaupt, ja. Mach mal die Schublade auf. Ja. Nö, es ist eine Pappküche. Ja, wir haben das jetzt hier mal, wie gesagt, meine Frau macht das. Wir haben jetzt hier mal Staging versucht. Normalerweise baue ich Küchen immer ein oder versuche Küchen einzubauen. Hier ist es jetzt so, dass wir das mal ausprobiert haben. Die blöde Pappküche kostet 300 Euro. Die ist nagelneu, war noch nie gestanden, aber schaut jetzt schon ziemlich übel aus. 300 Euro, ja. Da kannst du ja schon fast bei Ikea eine komplette Küche kaufen. Ja, aber halt nicht in der Ausstattung hier. Ja, es ist halt, um den Leuten zu zeigen, hey, da passt eine Küche rein, das so und so kann es ausschauen. Ja. Das muss man dann hier noch hinkleben. So, dann haben wir hier so einen Ofen. Oder kommt ein Eigennutzer rein dann? 90% meiner Kunden sind tatsächlich Eigennutzer, ja. Also die Leute, die Wohnungen in der Ausstattung kaufen, sind Emotionskäufer. Was halt echt auch super ist noch, wenn du quasi Eigennutzer hast und fertig bist schon, dann wissen die, was sie kaufen. Wenn du, wenn du vorab, manche verkaufen dir vorab irgendwie schon und dann gefällt denen irgendwas nicht. Nee. Gerade beim Neubau hast du halt das Problem. Habe ich auch mal gemacht, dass ich gesagt habe, ich verkaufe die Wohnungen schon bevor, aber da funktioniert mein Konzept nicht. Ich mache erst fertig, komplett, jedes Staging steht, dann werden die Bilder gemacht, dann geht man Verkauf. Die 4 Wochen, die gönne ich mir. Gestern habe ich auch einen getroffen auf den Wiesen, der macht das mit Villen. Der kauft Bauplätze, baut riesen Villen drauf und wenn sie fertig sind, dann verkauft das den. Wenn vorher einer kommt und sagt, hey, ich kaufe das, aber ich möchte das und das haben, dann sagt er, dann kauf woanders. Von welcher Company ist der? Eigene Firma. Eigene Firma? Ja. Aha. Ja, hier haben wir noch ein kleines Kinderzimmer oder ein Büro. Wir haben es jetzt ein bisschen büromäßig eingerichtet. Mhm. Das ist, ja, cool fand ich die hohen Fenster. Also wir haben keinen Sturz und auch, dass die relativ tief sind, dass man viel Licht in den Raum kriegt. Ja. Es ist zwar noch ein relativ schönes Wetter, aber es ist jetzt nicht so, dass draußen die Sonne übelst scheint. Champagner steht auch schon bereit. Ja. Denkt man dann, wenn der Käufer gekommen ist. Ja, das sieht ja schon aus. Die Lampen? Baumarktware oder? Bitte? Baumarktware oder? Ja, Sigmüller. Sigmüller. Sigmüller, ja. Die sind. Ja, kann man lassen. Normalerweise baue ich immer weiße rein und lasse sie, damit der Käufer quasi gleich ein Licht hat und sich Zeit lassen kann, weil Lampen ist ja immer so ein Pain-Thema. Ja. Hier haben wir jetzt mal die genommen, weil meine Frau fand die cool und die waren im Angebot, glaube ich sogar. Und da haben wir halt die komplette Linie gekauft, also das volle Programm, die Ding, die Deckenlampe, ist halt alles die gleiche Linie und vielleicht nehmen wir es mit, vielleicht lassen wir es auch hängen, je nachdem, ob der Käufer die cool findet oder nicht. Über welche Gesellschaft hast du die gekauft? Über eine andere oder über die Fix & Flip? Ne, über die Bau GmbH kaufe ich das. Bau GmbH? Ja.
Man muss ja theoretisch einen extra Mietvertrag, Verkaufsvertrag machen für die Sachen, wenn er sie drin lässt, oder du schenkst sie einfach dazu? Meistens mache ich es unkompliziert, und wenn jetzt jemand was haben will, was ich dann sage, ich lasse es stehen, ich habe es vergessen. Weil wenn ich dann da das Kaufvertrag reinschreibe, habe ich wieder Gewährleistung, dann geht die blöde Lampe kaputt in 2 Jahren. Dann kommt dann, ich wollte ihm was Gutes tun, ja. Also ja. Meistens schreibe ich es nicht mit rein. Ja, okay. Also es ist jetzt irgendwas Größeres oder der Käufer möchte es unbedingt so haben. Weißt du denn, wie viel Flip-Wohnung das hier ist? Wenn ich der Oliver Fischer wäre, würde ich jetzt sagen 3000. Aber so weit bin ich ja noch nicht. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber es ist noch nicht so viel, vielleicht die 35. schätze ich, okay. 34, 35. Schau. Aber ich mache das ja auch in der Qualität erst seit 1,5 Jahren. Und davor immer durchgeschoben einfach? Nee, davor haben wir schon auch, aber halt nicht in der Intensität mit dem Dealflow, sondern wenn halt was gekommen ist, haben wir es gemacht. Ich bin erst seit 2017 selbstständig, war dann okay. Im Angestelltenverhältnis, da hat man nicht so viel Zeit auch. Jetzt seit 1,5 Jahren machen wir es intensiv und ich fahre halt immer 4 Projektlinien nebeneinander. Mhm. Und da kann man sich so ausrechnen, ja, wenn ich jetzt 12 Stück im Jahr, 14 Stück im Jahr kriege und mache es jetzt seit 1,5 Jahren. Letztes Jahr habe ich ein bisschen mehr gemacht, weil ich am Anfang kleinere gemacht habe, billigere Wohnungen. Ja, so zwischen 30 und 35 Stück habe ich gedreht seit 2017, Mitte 2017. Hast du auch Bestand mal gemacht? Mhm, Bestand baue ich auch auf, aber das mache ich privat. Okay, ja. Das ist hier rechts noch? Schlafzimmer. Hier gibt es aber Rollläden. Nee. Auch nicht? Nee. Okay. Ja. Aber das Bett ist auch nicht schlecht. Ja, das ist, wie sie sagt, ein Boxspring. Ein Boxbett. Boxbett. Ein Boxspringbett. Und dein Dealflow? Wo holst du dir die Angebote rein? Weil ich meine, München ist ein hart umkämpfter Markt. Ich denke, du wirst nicht der Einzige gewesen sein, der diese Wohnung haben möchte. Also an dem Tag, wo die Wohnung besichtigt wurde, waren 9 Termine. Ja. Und ich versuche dann halt immer mit dem Makler oder mit dem Verkäufer auf eine persönliche Ebene zu kommen, dass ich dann halt nicht nur die Wohnung kaufe, sondern halt auch, der sich persönlich da gut fühlt. Und dann bekomme ich da, oder kriege ich relativ gut den Zuschlag, wenn man so ein bisschen ins Persönliche geht. Mhm. Die meisten Wohnungen tatsächlich kaufe ich über ImmoScout an. Es kommt hin und wieder vor, dass ein Makler sagt, hier, ich habe was, aber ich will es dann wieder verkaufen, oder dass irgendwie was geht über einen Kumpel oder über einen Steuerberater. Aber die meisten, ich finde, dieses Off-Market-Thema ist ja so heftig ausgereizt, das finde ich ja fast schon zum Kotzen hier. Überbewertet. Off-Market. Ja, vor allem, man muss sich das mal überlegen. Wer hat denn heute kein Internet? Wer kennt niemanden, der ein Handy hat? Jetzt hat die alte Dame irgendwie eine Wohnung zum Verkaufen, weil sie ins Altersheim muss. Off-Market, weiß gar nicht, dann hat sie irgendwie einen Enkel, der schaut ins Netz und weiß ja ungefähr, aha, das Haus in der Nachbarstraße ist für 400.000 verkauft worden, dann wird meins jetzt nicht, weil es Off-Market ist, plus 250 wert sein. Diese, also zumindest, ich rede ja immer von Süddeutschland, von meiner Gegend, ich kann es nicht sagen, wie es in Bremen oder sonst irgendwo ist, aber zumindest in meiner Gegend, ein Off-Market ist cool, aber ein Off-Market ist nicht gleich billig, weil die Leute ja auch sich informieren, ja, die kennen jemanden, der macht eine Einwertung. Off-Market ist in meinen Augen nicht das Geheimnis, um gute Deals zu machen. Das Geheimnis, um gute Deals zu machen, ist Schnelligkeit und dass du immer am Markt bist. Also ich schaue jeden Tag in Scout, wenn ich in der Einkaufsphase bin, jeden Tag die Portale, ich informiere mich, ich schreibe Makler an, ich versuche halt da wirklich sehr, sehr aktiv zu sein. Und wenn ein Objekt ist, was cool ist, was aber preislich nicht funktioniert, dann biete ich es an und habe Zeit. Und wenn, wie das hier, das habe ich sofort gekauft. Ich habe eine Finanzierungsbestätigung oder Kreditlinie, wie machst du das? Ja, wir haben eine finanzierende Bank, die uns kennt, und dann habe ich eine Excel, da schreibe ich meine Zahlen rein, schicke das Exposé mit dazu, dann schicke ich es ihm zu und dann dauert es 1 Stunde oder 2, dann habe ich eine Finanzierungsbestätigung, eine vorläufige. Aber dadurch, dass wir eine relativ hohe Eigenkapitalquote haben, wenn die Projekte jetzt nicht super crazy überteuert sind, dann kriegen wir eigentlich alles finanziert. Und dann machst du eine Linie oder eine Einzelfinanzierung? Nein, Projektfinanzierung. Wir sind dran, eine Linie zu kriegen. Aber eine Linie ist nicht so einfach, weil auch bei einer Linie muss man in der Regel EK hinterlegen. Ja. Oder eine Grundschuld halt. Ja, oder eine Grundschuld. Aber dadurch, dass wir keinen Bestand aufbauen, sondern nur flippen, haben wir halt keine Grundschulden frei. Eine private Grundschuld kannst du ja hinterlegen. Ja, ich möchte privat privat lassen und geschäftlich, weil ich ja privat versuche, so ein bisschen Kapitalanlagen aufzubauen. Und da will ich mich nicht blockieren. Die Projektfinanzierungen funktionieren. Ist halt immer ein Prüfungsthema, aber in der Regel. Kriegen wir es gut durch, ja, also haben wir keine Einschränkungen. Okay, super. Mhm. Vielen Dank für die Roomtour. Willst du noch irgendwas, sagen? Die berühmten letzten Worte, ja. Wie sind die berühmten letzten Worte? Nö, ich habe nichts zu sagen. Ich habe genug gesagt. Ja. Freut mich, dass du da bist. Hat jetzt so lange genug gedauert.
Dass es mal geklappt hat. Dass es mal geklappt hat, ja. Beim Kongress haben wir es ja nicht geschafft. Ja, beim Kongress bist du ja immer an mir vorbeigelaufen und hast immer gesagt, du hast mich nicht gesehen. Ja, wir haben... Ganz beschäftigt. Da waren wir beschäftigt. Du warst genauso beschäftigt. Ja, Kongress war cool, ja. Mich viel unterhalten, viele coole Leute kennengelernt. Aber ich meine, es ist ja eh viel besser als im Kongress hier, weil... Wir haben eine Wohnung gesehen. Ja, voll, eben. Ja, eben. Kongressvideos macht jeder, wir machen hier Projektvideos. Das ist viel besser. Mal richtig die Realität angesammelt mit der Cam. Ja, damit man zeigen kann, der Windisch, der kann tatsächlich auch was präsentieren, wenn man hier so einen spontanen Besuch macht und erzählt es nicht nur. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, wenn jemand eine Wohnung in München haben möchte, dann schreibt er dir. Dann schreibt er dir. Dann du vermittelst dann. Ich vermittle an dich. Ja, genau. Oder schreibt dir direkt. Oder schreibt auch einen YouTube-Kanal. YouTube-Kanal habe ich, genau. Da gibt es auch tolle Fix- und Flip-Videos. Meistens, ja, genau. So Projektvideos mache ich halt immer. Von der Wohnung gibt es auch Videos, aber nicht in dem Zustand jetzt. Nee, das ist jetzt exklusiv. Ja, Sneak Preview, ja, echt. Ich habe letzte Woche das Anfangsvideo hochgeladen, da kann man mal sehen, wie die Wohnung beim Ankauf ausgesehen hat. So habe ich das verlinke ich unter diesem Video, das habe ich ja gesehen gehabt, da habe ich gesagt, hey, wie schaut es aus, lass mal rein in diese Wohnung. Und jetzt sind wir hier, haben die wunderschöne Aussicht. Ja. Und... Deswegen braucht man keine Rollos, weil sonst versteckt man sich ja hier die Aussicht. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Verkauf. Vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg. Macht's gut. Ciao.